Mein Ausgangspunkt für die Wanderung heute war die Prinz-Friedrich-Straße, also das ehemalige Zechengelände Prinz-Friedrich im Essener Ortsteil Kupferdreh. Blick von der Eisenbahnbrücke, die zwischen Essen-Heisingen und Kupferdreh führt und für den Rundweg um den Baldeneysee geschaffen wurde. Es folgen Bilder von der Heisinger Seite. Diese Lehrfahrt ist interessant für Jung und Alt und für jeden auch zugänglich.
Hier können auch frisch geräucherte Fische gekauft werden, die alle 14 Tage nach Voranmeldung abgeholt werden können. Hier der Wanderweg von der Eisenbahnbrücke zu der Gastwirtschaft Extrablatt. Die Kormoransiedlung am Baldeneysee am Haisinger Ufer. Vom Restaurant Extrablatt der Rückweg nach Kupferdreh.
Hier der Betriebshof der Hespertalbahn. Immer interessant. Eine Fahrt von Kupferdreh bis Haus Scheppen. Der alte Bahnhof von Kupferdreh. Heute eine Gastwirtschaft mit Eventsveranstaltungen. Lukas. Außen verkauft zum Mitnehmen am Lukas. Immer interessant die Drachenbootrennen auf dem Balnersee. Das schöne Wetter hat wieder alle Paddler rausgelockt auf den Balnersee.